Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Teil 3. Und zwar geht es heute um das Thema Sparen. Habt ihr schon mal was von der Umschlagmethode gehört? Nein? Dann seid mal gespannt, wie ich mit dieser Umschlagmethode ab diesem Monat anfange zu sparen. Bevor ich dieses Video jetzt starte, bevor ich euch das zeige, wollte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Schaut doch ganz gerne mal bei meinem Instagram-Story vorbei. Da könnt ihr mir Fragen stellen oder über YouTube, was ihr schon immer mal gerne von mir wissen wollt. Ich sammle diese Fragen und werde sie euch nächste Woche in einem Video beantworten. Gut, ihr Lieben, wir fangen jetzt mal an. Falls euch das Thema Sparen interessiert, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. So, ich habe die Kamera ein wenig runter gemacht, so dass ihr auch etwas sehen könnt. Und zwar seht ihr jetzt nicht mich, sondern ich erkläre euch, wie diese Umschlagmethode funktioniert. Ich habe das auf Pinterest wieder gesehen. Und ich war so begeistert und ich dachte, Mensch, ich fange jetzt damit an. Es gibt im Normalfall gibt es einen Ordner dafür, den ich auf jeden Fall noch kaufen muss. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, um euch das einfach mal näher zu bringen. Ich habe hier so ein Mäppchen, habe ich mir aus dem Teddy geholt, weil diese Pocket-Mappe habe ich leider nicht gesehen. Und deswegen habe ich mir hier so ein Mäppchen geholt, kostet 1 Euro, sind 3 Stück drin. Und da habe ich mir hier einen Zettel draufgeklebt mit Sparen. Na, habe ich da drauf geschrieben. Da fangen wir mal mit an. Und zwar geht es um Folgendes. Im Normalfall hat man ja ein Sparkonto oder was auch immer auf der Bank. Haben wir auch. Aber wenn man doch noch etwas zusätzlich sparen kann, ist das doch eine tolle Sache. Und ich bin jetzt doch mal aufgestanden, weil ja, ich finde das irgendwie doof, wenn man mich nicht sieht. Ich habe verschiedene Kategorien und zwar habe ich die jeweils auf einen Umschlag geschrieben und ich sage euch jetzt erstmal meine Kategorien. Und zwar einmal ist es Freizeit, einmal Bekleidung, dann Weihnachten, dann Urlaub und was sehr interessantes, Pfandgeld. Ja, wir fangen jetzt auch gleich mal mit dem Pfandgeld an. Ja, wie ist das? So habe ich das immer gemacht. Ich habe unsere Pfandflaschen weggebracht, dann hat man einen Bon bekommen, den hat man eingelöst, das Geld in Portemonnaie geschmissen und beim nächsten Einkauf hat man es natürlich benutzt. Wobei ich sagen muss, ich bezahle viel mit Karte, aber im Normalfall ist das so, man schmeißt das in Portemonnaie und dann ist es dann irgendwann auch weg. Ich habe mir gedacht, ich werde mir das Pfandgeld ein Jahr lang aufheben, ja, und werde es einfach sparen. Und dafür habe ich diesen Umschlag zurecht gemacht. Da werde ich dann mein ganzes Pfandgeld reintun. Natürlich nicht das Kleingeld. Ich habe hier schon ein bisschen Kleingeld. Das werde ich natürlich dann wechseln in Schein. Und dann bin ich doch wirklich mal gespannt, was da für eine Summe Ende des Jahres rauskommt. Also, ich denke, man ist dann mit Sicherheit sehr erstaunt darüber, wie viel Pfand man eigentlich zu Hause hat, das ganze Jahr über. Und ja, und ich dachte mir, Mensch, das probierst du einfach mal aus. Und ja, damit fange ich definitiv an. Dann geht es weiter. Urlaub. Ich habe mir hier so einen Zettel geschrieben. Ja, hier fange ich an mit August. Und dann geht es weiter bis nächstes Jahr im Juni. Und dann schaue ich jeden Monat, okay, wie viel kannst du zur Seite legen? Und
Das wird definitiv auch nicht angerührt. Und dann werde ich das auch in diesen Umschlag tun. Und dann werde ich auch jedes Mal, wenn ich, sagen wir mal im August, wenn ich da 100 € reingemacht habe, damit ich dann auch eine Übersicht habe, damit ich nicht ständig den Umschlag aufmachen muss und zählen muss, habe ich von, ich gucke gerade, August bis Juni und dahinter schreibe ich immer, wie viel ich jeden Monat reingetan habe. Und so habt ihr einen wunderbaren Überblick und ja, und habt ein bisschen Puffer für den Urlaub. Dann geht's weiter, genauso mit Weihnachten. Da ist natürlich die Monate, die sind dann begrenzt, weil Dezember ist ja schon Weihnachten. Aber da werde ich auch jeden Monat so viel reinmachen, wie es geht. Und ja, weil Weihnachten kommt bald, ja, dauert noch ein bisschen, aber es ist doch immer schön, wenn man ein bisschen was gespart hat. Dann habe ich ja Bekleidung. Und da habe ich mir so eine Grenze gesetzt, dass ich sage, okay, der Urlaub ist teuer, Weihnachten ist auch sehr teuer. Bekleidung, ich gehe gerne auf Flohmärkten, ich gehe gerne auf Secondhand, also in Secondhand-Shops und. Und dann dachte ich mir, 20 € im Monat reichen völlig aus. Ich habe meine Sommerkleidung und ja, und das würde ich dann für den oder wir für den Winter benutzen oder für den Herbst, je nachdem. So, und Freizeit, ja. Da habe ich auch von August bis Oktober, nee, bis Dezember habe ich mir aufgeschrieben. Ja, im Herbst wird ja viel unternommen. Man geht gern, ja, also wir zum Beispiel, wir gehen gern auf Märkten oder wir gehen gerne, ja, es gibt ja so viele Sachen, ne? Im Herbst ist einfach eine tolle Zeit und eigentlich macht man ja mehr was im Sommer draußen, aber wir sind eher so diese Herbstmenschen und wir unternehmen halt lieber im Herbst etwas. Im Sommer sind wir lieber auf der Terrasse und gammeln da rum. Und ja, und somit hätten wir dann ein kleines Puffer, wo wir immer darauf zurückgreifen können und nicht, ja, da muss man nicht auf das Konto zugreifen. Ja, das ist meine Kategorie und ich denke, ich werde das jetzt auch beibehalten. Erst fange ich mal mit an. Und ja, ich denke, Ende des Jahres ist man doch sehr überrascht, was da alles zusammenkommt. Dann gibt es noch eine andere Alternative, die fand ich richtig spannend. Die habe ich bei einer, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich habe den Namen mal notiert, aber ich finde den Zettel nicht. Bei einer lieben, bei einem lieben Mädchen, das ist eher noch ein Mädchen, genau. Sie hat eine ganz tolle Methode gezeigt und da habe ich gedacht, Mensch, das probierst du auch mal aus, wie man noch sparen kann. Und zwar gibt es die 500-Euro-Methode in 6 Monaten. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt schon mal. Mir kam es noch nicht bekannt vor, aber ich dachte mir, gehst du mal auf Pinterest und schaust mal nach einer Vorlage, die ich allerdings erst ausdrucken muss. Ich habe es aufgeschrieben. Und zwar schreibt man das so. Also in 6 Monaten spart ihr 500 € mit einem System, was euer Geldbeutel absolut nicht wehtut und euch auch nicht. Und zwar schreibt ihr zum einen, schreibt ihr die Woche hier auf. Ich muss gerade mal gucken. Einmal schreibt ihr die erste Woche im August, die zweite, dritte, vierte. Und. Ne? Die Wochenzahl schreibt ihr hier auf und dann geht es los mit Beträgen. Ich kann euch jetzt nur so ein kleines Beispiel sagen, weil sonst wäre das Video einfach zu lang. In der ersten Woche macht ihr 5 € einen Umschlag. Dann 10 €, 15 €, 15 €, 5 € und. Und somit summiert sich das Ganze und irgendwann in 6 Monaten habt ihr dann die 500 €. Dann, wenn ihr das reingemacht habt, also hier sind die Beträge, ja, und das könnt ihr definitiv auch auf Pinterest finden, definitiv. Und da gibt es zum Beispiel auch in 6 Monaten 1.000 € sparen, ne? Aber 500, ich habe es mal klein angesetzt. Und ja, hier sind die Beträge, die ich rausgeschrieben habe. Und hier
war in der Tabelle, war das so aufgelistet, jedes Mal, wenn ihr eine Sache erledigt habt, malt ihr dann diesen Kreis aus. Ja, das ist wie gesagt noch ein ganz tolles System, um Geld zu sparen und ich werde es definitiv ausprobieren. Es gibt noch weitaus andere, indem man sagt, okay, so, ich setze mich jetzt mal. Nein, kann ich nicht, meine Katze sitzt drauf. Malu, es gibt natürlich auch noch ein anderes System, da lasst ihr die Fixkosten wie Miete, Strom, Gas, was man halt so hat, auf dem Konto. Und das ist für diejenigen, die zum Beispiel nicht so gut mit dem Geld umgehen können. Gibt es ja auch. Wo ich jünger war, konnte ich das auch nicht. Das musste ich auch erst einmal lernen. Mittlerweile bin ich ein absoluter Sparfuchs, aber es hat jetzt nichts zu sagen. Und zwar für die Leute, die ja zum Beispiel nicht so gut mit dem Geld klarkommen, da gibt es eine Methode, dass ihr, wie gesagt, die Fixkosten auf euer Konto lasst und den Rest holt ihr runter. Und dann macht ihr auch diese Briefschlagmethode, indem ihr zum Beispiel, nur ein Beispiel, auf einen Umschlag schreibt Essen, der zweite Umschlag Auto, dritte Umschlag Drogerie und nebenbei natürlich auch die Umschlagmethode sparen. Und dann könnt ihr das Geld selber einteilen und müsst dann schauen, dass ihr auch mit diesem Geld klarkommt. Ne? Es ist eigentlich ganz einfach. Man kann wirklich Geld sparen. Natürlich funktioniert das nicht bei jedem und das tut mir auch sehr leid. Aber wie gesagt, zum Beispiel mit dem Pfand finde ich eine tolle Sache. Ja? Das habe ich mir irgendwie selbst ausgedacht, weil ich gedacht habe, Mensch, Pfand, ja. Normalerweise gibst du das immer gleich aus, aber wenn du das sparst und ja, da kommt doch bestimmt eine Menge zusammen Ende des Jahres und dann habt ihr auch einen kleinen Puffer. Ja, ihr Lieben, das war auch schon das Video. Ich dachte, Mensch, das muss ich euch unbedingt mal zeigen und vielleicht konnte ich dem einen oder anderen weiterhelfen. Ja, das war's. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem System ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht kennt der eine oder andere das schon, aber ich habe das einfach neu für mich entdeckt und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Man kann nichts falsch machen, man kann nur etwas gewinnen. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Trinkt viel, es ist richtig heiß draußen. Passt auf euch auf und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.